So, buenas, amigos, Argentinas. Wir haben Argentinien im Gespräch. Lichtgeschwindigkeit hier heute, Freitag, 15. März 2013. Ich begrüße alle und hola, ¿qué tal? Liebe Freunde in Argentinien, wir haben die Frau Kirchner in den Weltnachrichten, die gesagt hat, egal wie die Bevölkerung der Falklandinseln abstimmen, wollen sie zu Argentinien oder zu Großbritannien. Ja, natürlich hat Frau Christina Kirchner das nicht gesagt, sondern sie hat natürlich von den Bewohnern der Malvinas geredet, aber die Rede ist von hoheitlich Falkland, Teil des United Kingdoms, und man weiß, die Menschen dort wollen britisch bleiben. Und sie hat gesagt, egal wie die abstimmen, sie, die argentinische Regierung, ignoriert den Willen der Menschen von Malvinas. Argentinien will die Inseln zurückhaben. Das ist das eine. Argentinien in den Weltnachrichten. Das andere Argentinien in den Weltnachrichten ist natürlich die Wahl des Kardinals von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, zum Franziskus Primo, dem Papst in Rom, Bischof von Rom. Und das Dritte, was ich jetzt hier habe, das ist mir in den letzten Tagen ein bisschen abhanden gekommen. Ich habe immer darauf gewartet und habe es heute gefunden hier, Freitag, 15. März, in der Neuen Zürcher Zeitung, auf Seite 7, international, und da ist es hier unten, Urteil gegen frommen General, lebenslänglich für Argentiniens früheren Junta-Chef Bignone. Und ich finde, hier hätten sie das Wort frommen General nun wirklich nicht benutzen dürfen, und wenn, dann in Anführungszeichen zu setzen. Denn der war natürlich nicht fromm, es war ein Massenmörder, es war ein absoluter Zyniker, ein dreckiges, dummes Schwein, anders kann man es nicht sagen, dieser Junta-Chef Bignone. Ich lese mal diesen Artikel hier auszugsweise vor, aus der Neuen Zürcher Zeitung international. San José. San José ist eine große Stadt in Argentina. Ein argentinisches Gericht hat am Dienstag den letzten Generalpräsidenten der von 1976 bis 1983 dauernden Militärdiktatur, den 85-jährigen Reinaldo Bignone, sowie vier Mitangeklagte wegen schwerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt. Weitere sechs Offiziere erhielten Freiheitsstrafen zwischen 12 und 25 Jahren. In anderen Prozessen war Bignone, der von seinen Kollegen wegen seiner Frömmigkeit El Cura, der Priester, genannt wurde, bereits früher zu schweren Strafen verurteilt worden. In diesem Fall ging es um Folter, Mord und Verschwindenlassen im Campo de Mayo, einem großen Armeestützpunkt in der Nähe von Buenos Aires, diente. Dort befand sich auch ein Spital, in dem schwangere Gefangene ihre Kinder zur Welt brachten. Die Mütter wurden später meist ermordet, die Kinder von Militärs oder anderen Vertrauensleuten der Diktatur adoptiert. Von etwa 500 auf diese Weise ihren Familien geraubten Kindern konnten bisher, vor allem dank den Bemühungen der Großmütter der Plaza de Mayo, deren 108 identifiziert werden. In dem Prozess wurden die Adoptiveltern eines dieser Kinder, ein Offizier des Armeegeheimdienstes und dessen Frau, zu 15 bzw. 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Seit 2005, als die unter Präsident Menem verfügte Amnestie für nichtig erklärt wurde, arbeitet die argentinische Justiz die schweren Menschenrechtsverletzungen im schmutzigen Krieg systematisch auf und zieht die Schuldigen zur Verantwortung. Gegen fast 1.900 Personen wurde oder wird noch ermittelt, etwa 250 sind bisher verurteilt worden. So, und um das jetzt nochmal kurz zu illustrieren, die jungen Leute in Argentinien der Ende der 70er Jahre, das ist meine Generation, die Jahrgänge um 1950, die sind zu Tausenden verschwunden. Und wenn man dann weiß, was mit denen passiert ist, da gibt es nun inzwischen auch Dokumente und Dokumentationen, es gibt auch Filme darüber. Die harte Nummer sind eben solche, die an Land gespült werden, am Rio de la Plata, quasi im Atlantischen Ozean, ankommen irgendwo. Ja, die sind
lebendig aus Flugzeugen, aus hoher Luft, einfach ins Meer geschmissen und waren weg. Und die jungen Menschen damals in Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata, San José, je nachdem wo die waren, die also politisch dissident waren, die haben auf eigene Kappe versucht, sozusagen untergrundartig Argentinien zu verlassen. Es gibt eben Leute, die rausgekommen sind. Ich kenne einen Freund, der bei mir in München gewohnt hat, der aus Argentinien kam, der mich auch immer informiert hat über diese Dinge. Und das ist ja einfach unglaublich schrecklich, wenn man wie ich gleichzeitig zu Leuten von den oberen 10.000 von dort engen persönlichen Kontakt hat und dann sieht, wie die Betroffenen und die Herrschenden diese ganze Sache mehr oder weniger nicht miteinander ausmachen, sondern es wird eben verleugnet, es wird vergessen, es wird nicht erinnert, es wird diskriminiert und so weiter, dann ist diese Verurteilung jetzt von einem der Oberverbrecher, Bignone, also zumindest für die, die überlebt haben, keine Wiedergutmachung, aber eine gewisse Genugtuung, und es zeigt den Weg an, dass die demokratische Grundposition von Cristina de Kirchner in Argentinien vielleicht den Weg auszeigt für Argentinien in die erste Welt, wo sie von ihrem Selbstgenieverdacht natürlich längst top of the pop sind, Argentinien aber eigentlich immer mit einem Bein in der dritten Welt hängt, ist diese Tendenz zumindest hoffnungstragend, und man muss eigentlich aus unserer Sicht als europäisches Kolonial- und Partner Gebilde Argentinien an die Hand fassen und solidarisch mit Argentinien versuchen, gute Sachen zu machen, anstatt jetzt drauf rumtrampeln. Nur was hier noch an 85-Jährigen herumgeistert, das muss eben juristisch jetzt, soweit es geht, geklärt werden, und dann muss Genugtuung und ja, die Wahrheit und die Gerechtigkeit, soweit es geht, zumindest staatlich erkannt und anerkannt werden für Argentinien gegenüber dem Rest der Welt. Und natürlich vor allen Dingen gegenüber den betroffenen Argentiniern. Ich wünsche dazu viel Glück und werde an diesem Thema immer dranbleiben. Schönen Dank für den Aufruf hier, Lichtgeschwindigkeit am Freitag, dem 15. März 2013.